Die Grundspannung in der Lendenwirbelsäule wird wieder aufgebaut. Die Hände bauen einen festen Kontakt zum Boden auf. Wir heben den rechten Fuß an, den linken Fuß daneben. Beide sind in einem 90-Grad-Winkel, also in der Hüfte und in den Knien, 90-Grad-Winkel eingestellt. Wichtig ist auch hier wieder, dass der Rumpf stabil liegen bleibt. Die Hände bauen wirklich einen guten Kontakt zum Boden auf. Und dann wird abwechselnd langsam ein Bein nach vorne gestreckt. Dann die andere Seite. Hier muss eine gewisse Aufmerksamkeit in der Lendenwirbelsäule liegen, dass wir nicht ins Hohlkreuz reinfallen, sondern dass wir stabil die Grundspannung, die wir vorher eingestellt haben, halten. Dann wird wieder erst ein Bein, dann das andere Bein abgestellt.